Moin meine lieben Leute und herzlich willkommen hier zu Strawberry LC. Wie ihr vielleicht schon im Titel erkennen konntet, geht es dieses Mal ums Thema Rüstung, Truppen, Rüstung Plusen, Reformen etc. Ich möchte euch in diesem Video ganz kurz und bündig erklären, wie das Ganze funktioniert. Also erstmal müsst ihr die Rüstung beim Ramslo droppen. Oder ihr könnt es natürlich auch kaufen hier in der Stadt. Dann könnt ihr sie reformen, da kommt die hier im Shop. Also ich zeige es auch, wie ich es gemacht habe. Dann die Grand Reformer, da kauft ihr diese. Und dann könnt ihr das Ganze reformen. Und zwar müsst ihr nach Dratan gehen. Und zwar hier. Jeder weiß, wo hier der Lagerhüter ist. Hier. In der Nähe vom Lagerhüter, dann könnt ihr hier auf Advanced, müsst halt das auswählen, was ihr auch die Reformer dazu habt. Reformer rein, Lupe rein, Rüstungsteil rein, lupen so lange, bis ihr halt die Werte habt, die ihr braucht. Schaut aber bitte nicht, egal was ihr für einen Charakter habt, schaut nicht auf Cooldown, weil für das kriegt ihr ja diese 100% Cooldown Teiler. Also nicht auf Cooldown schauen. Ich habe hier jetzt auf Heatrate geschaut. Müsst euch halt informieren, was das gut ist oder was das Maximum ist oder wie auch immer. Und dann könnt ihr das hier reformen. Dann, wenn ihr das Ganze reformt habt, könnt ihr, es ist ja egal, welche Reihenfolge das ihr macht, also ich habe danach gefragt, könnt ihr hier, könnt also zuerst mal mit Drohnen die Rüstung plusen, die Runen kriegt ihr bei den Seekers in Tarjan oder auch sonstige Mobs, könnt ihr bis auf plus 15 die Rüstung machen. So, Moment. So, ich habe es plus 20, oder? Könnt ihr bis plus 7, plus 15 machen und dann könnt ihr das mit diesen Masterstones, die unter anderem auch wieder im Shop, ja, ich weiß, könnt ihr hier im Shop, Moment, wo ist es da wieder? Da könnt ihr da so Steine kaufen, da gibt es auch ein Plus-Paket, glaube ich, müsst ihr halt selber schauen. Dass ihr das nicht einzeln kaufen müsst, gibt's. Habe ich glaube ich mal gesehen. Da, Max Plus Package. Obwohl, wie viel hat es da dazu? Ah, von jedem 6. Müssen halt schauen, was günstiger ist oder ob es lieber einen Spieler kauft oder wie auch immer. Moment. Und da könnt ihr es eben wie gesagt plussen mit den Steinen, mit Drohnen. Und wie gesagt, die Reihenfolge ist egal, wie ihr das machen möchtet. Dann könnt ihr, wenn ihr jetzt reformt habt, geplust habt, könnt ihr jetzt hier rein, beziehungsweise hier, Juwel Dungeon, hier rein. Und dann könnt ihr hier die Juwelen droppen. So, da könnt ihr hier solche Boxen und dann könnt ihr die, müsst halt schauen, was ihr wieder braucht, so aufmachen und dann kriegt ihr das Zeug. Dann habt ihr es geplust, reformt, genau. Dann könnt ihr noch die Waffe upgraden. Allerdings muss ich euch ehrlich gesagt dazu sagen, es gibt ja, da wisst ihr vielleicht mehr, da gibt es ja solche Reformboxen, die ich mittlerweile entsorgt habe, glaube ich, nicht Reformboxen, solche Upgradeboxen, die aber irgendwie noch gepatcht werden müssen. Ich weiß es nicht, wie sie meine geupgradet haben. Ja, ihr müsst einfach schauen, dass die Waffe zuerst upgraded wurde, bevor ihr diese plust und alles, weil sonst, glaube ich, ist es verbuggt. Auf jeden Fall, glaube ich, wäre es das gewesen.
wie man das Ganze macht. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Obscur94.